Weltmeier. Gezogen bei Josef Brinkmüller in Georgs Marien Hütte. Und da weiß man schon, welcher Stamm das ist. Das ist der Stamm des Wolkentags. Dieser staziöse Mutilation mit Jakob Schenk im Sand. Und ich hätte damals schon bei der Führung viel gesprochen. Nicht nur aufgrund seines Trapablaufs, sondern, das werden wir dann nach diesem schönen Trapablauf gleich bei beiden Hengsten sehen, wegen seines Galopps. 10,0 in der Leistungsprüfung hier in der Halle für die Galoppade. Dieses Totilation, der ja mit Danziano einen der interessantesten Vertreter und aktuellsten Vertreter des Grand Prix direkt auf der Unterseite. Und auch wie man in seiner Lage ist, 9er Stufen. Liebe Züchter, wenn Sie Fohlen erwarten, Sie können sich freuen. Ja, und ja, wird variieren, aber Sie haben die Galoppade gesehen. Und mit großem Bedacht hat der Klosterhof Meding diesen Hengst sich gesichert hier auf der Körung. Kraft und Schluss im Rücken, das ist auch die Geschichte von Elastizität, die aber nicht zu Überbeweglichkeit führen soll. Und das Ganze eben, ich sage, ist eng ausgebildet, wie unter Charlotte Dujardin, wo erfolgreich ist. Ja, meine Damen und Herren, was Sie vielleicht wissen, wenn Sie am vergangenen Sonntag auf dem Klosterhof waren, Jakob hat das goldene Reiterzeichen. Haben wir ein goldenes Reiterzeichen? Applaus für Jakob Pferde. Ich sagte nicht bronzenes, sondern goldenes Reiterzeichen. Entschuldigung. Und dann lächelt sogar Jakob. Ja, es geht ja. Dranbleiben. Zweimal Dumpefüchse. Die große Traditionsfarbe.